Gola Asere, Gola Miente, was geht ab meine Besten? Euer Boy Elmo Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, Miente, ich bin zurück in meiner Heimat. Ja, ihr könnt es mal wieder unschwer erkennen, man könnte so fast sagen. Das ist meine kleine Reaktionsecke hier, ja, denn ich werde mal wieder gemeinsam mit euch über das Thema zu meinten sprechen, über Xavi Simons. Und später werden wir dann noch ein kurzes Video anschauen von Xavi Simons, wo er sein Debüt gemacht hat für keinen geringen Verein als ja, sein neuer Club jetzt, PSG. Sehr, sehr umstritten, zu meinten die Summe, ja, 1 Million für einen 16-Jährigen. Schreibt schon mal jetzt unten in die Kommentare, lasst uns dann ein bisschen eine Diskussion führen. Findet ihr das Hashtag ja gerecht oder Hashtag unrecht? Ja, das würde mich jetzt mal wundernehmen. Und vorher, bevor wir das Video beginnen, mir hätte auch nochmal ein Danke für euch. Danke für euren Support. Das letzte Video mit Leo kam sehr, sehr positiv bei euch an. Hat mir mega Spaß gemacht, denn ja, es ist einfach schön zu sehen, denn ich betreibe so einen Aufwand. Ich bin 7 Stunden mit dem Zug da runtergefahren und ja, habe mir einfach enorm Mühe gegeben. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionales Video auch für mich. Und ja, freue mich einfach, dass es gut bei euch angekommen ist. Das dazu und ich habe euch auf Instagram Fragen stellen lassen zu Xavi Simons und ich würde sagen, wir gucken mal, ja, was ihr denn so für Fragen hattet. Und ja, die erste Frage wäre von Bjarnep 2004. Könnt ihr jetzt hier einlesen? Könnt ihr lesen? Denkst du, er wird Profi, sprich, wird es zum Profi schaffen? Ja, das ist eine Frage, die ist nicht allzu einfach zu beantworten, denn er ist gerade mal jetzt 16 Jahre und ja, das ist jetzt noch viel zu früh zu sagen. Ich meine, klar, es gab ein paar Spieler wie Karamoko, Dembele, die haben es geschafft. Man muss aber auch sagen, das ist Celtic, ja, das ist jetzt kein PSG oder Barcelona. Bei Barcelona ist es wirklich sehr, sehr schwer. Ja, ich denke aber, wenn er so weitermacht, dann wird er es bestimmt irgendwo schaffen. Ich muss aber dazu sagen, Mehente, ich habe ihn bis jetzt leider noch nie live gesehen. Ich wusste auch nicht, dass er bei diesem Turnier ist, weil er war ja sogar in der Nähe von der Schweiz, also in Deutschland an der Grenze, war er bei diesem Turnier, was wir gleich anschauen werden, diesen kurzen Ausschnitt. Und ja, ich war auf jeden Fall ziemlich abgefuckt, dass ich das nicht gewusst habe. Ich weiß nicht, falls ihr auf jeden wisst, dass Xavi Simons irgendwo ein Turnier hat, gib mir Bescheid, lass es mich wissen, ich werde jetzt auch ein bisschen recherchieren. Und ja, aber ich denke, wenn er so weitermacht und hoffentlich verletzungsfrei bleibt, ihm diese ganze Medienrummel ja nicht zu sehr in den Kopf steigt, genau das gleiche gilt für Moukoko. Bei Moukoko finde ich nochmal, dass er, ich weiß nicht, klar, die haben zwei verschiedene Positionen, aber irgendwie, klar, Moukoko habe ich jetzt live gesehen, das war wirklich die Bestätigung, aber auch von den Videos, fand ich Moukoko nochmal einen Ticken besser, ja. Fand ich ihn einfach nochmal einen Ticken besser. Aber Xavi Simons, ich hoffe natürlich auch für dich, dass du Profi wirst. Und ja, ich würde sagen, eine Frage, die nehmen wir noch ran. Ja, hat Xavi Simons verdient, 1 Million Euro zu bekommen von PSG? Ja, das ist wieder eine sehr, sehr umstrittene Frage. Da wird es bestimmt halt Leute geben, die sagen, was? Ein 16-Jähriger, 1 Million, auf der anderen Seite muss man halt sehen, klar, der ist ein übles Talent, aber ich bin ziemlich sicher, dass der Typ einfach Fußball lebt, dass er sehr, sehr viel trainiert hat, ob es jetzt mit seinem Vater war oder seinem Trainer, aber Mehente, es ist nun mal so, egal was, von nichts kommt nun mal nichts. Und ja, also ich persönlich finde, dass die Summe schon sehr, sehr hoch war. Ich finde, ja, 1 Million ist schon ein bisschen too much für einen 16-Jährigen. Aber ja, das sind auch wir selber ein bisschen schuld, Mehente. Denn da wir dieses ganze Fußballding so feiern, die ganzen Clubs, kriegen die halt so viel Cash, können die so Marketing machen, weil die halt so riesen viele Zuschauer haben. Aber ja, das ist meiner Meinung, trotzdem hoffe ich, dass der Junge Profi wird. Ich gönne es jedem, ich gönne jedem seinen Hack. Und am Atmen, mein Laptop jetzt so. Völlig out of nowhere.
ohne Grund. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir hente, wir checken jetzt das Video ab von Xavi Simons und ja, ich mache dann jetzt mal die Aufnahme an. Und ihr kennt es, bei meinem Reaktionsvideo, da wird gar nichts geschnitten. Ihr seht alles live, alles komplett, inklusive das Atmen vom Laptop. Das geht mir gerade übelst auf den Sack. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr bei der Aufnahme. Ich verstehe auch gerade gar nicht, warum er so atmet. Auf jeden Fall, Aufnahme ist jetzt gestartet. So, dann gehen wir doch mal auf das Xavi Simons Video. Mir hätte auf jeden Fall, sagt mir mal, schreibt mal unten in die Kommentare, feiert ihr das, wenn ich so diese Uncut Reaction Videos mache? Und ja, was denkt ihr mir hätte? Denkt ihr, Xavi Simons wird Profi? Hashtag ja Profi oder Hashtag nein? Das würde mich auf jeden Fall unten in die Kommentare sehr, sehr wundern nehmen. So, da ist glaube ich das Video. So. Also man sieht leider nicht so viel in dem Video, aber da seht ihr es, das war U19, weil er spielt ja aktuell U19, das war ein U19 Turnier in Oberndorf. Das Video dazu lasse ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, da spielt er gerade gegen RB Leipzig. Ja. Da sieht man ihn wieder mit seinem Wuschelkopf, Xavi Simons. Ja, muss schon eine Challenge sein. Vor allem, ich denke, ich würde echt gerne mal mit ihm ein Interview machen. Ich glaube, das ist schon ein krasser Druck, Mende. Das unterschätzt man schon. Ich meine, wenn alle Medien darüber berichten, das muss schon ein großer Druck sein. Ich hoffe, der Junge hält stand. Nummer 20. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ist es immer eigentlich da so gelaufen? Wie ist PSG da gelaufen? War einer von euch zufälligerweise da? Ja, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, ihn mal live zu sehen. Aber anhand vom Gesichtsausdruck muss es wohl nicht allzu gut gelaufen sein. Und ihr seht, Starbelagerin auf jeden Fall. Alle Fans, ihr seht, jeder wollte mit ihm ein Bild machen. Ja, das ist schon krass. Er sah mir jetzt gerade nicht so glücklich aus und tut mir auch leid an der Stelle, dass mein Laptop hier die ganze Zeit so atmet. Ich verstehe das nicht. Und ich glaube jetzt von seinem Gesichtsausdruck, dass es ihm nicht so gut gelaufen ist. Und ja, ich hatte es auch nicht mehr in Erinnerung, dass das so wenig war vom Video. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir noch anderes Footage von ihm. Mal gucken. Naja, das ist genau das Gleiche. Ja, nee, das ist genau das Gleiche. Ja, Mehmet, ich würde sagen, das war's von den kurzen Impressions zu seinem Debüt. Mehmet, schreibt mir unbedingt, falls ihr irgendwas seht, dass er ein Turnier hat, U19 PSG, lasst es mich wissen. Dann werde ich ihn wirklich mal live zuschauen gehen und für euch das Ganze aufnehmen. Und ja, falls ihr weitere Ideen habt, was für ein Talent ich zuschauen gehen soll oder auf wen ich reagieren soll, würde ich sagen, jetzt ab in die Kommentare und könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben. Und für euch jetzt als Frage, sprich als Gegenfrage, was denkt ihr? Wird der Junge hier Profi oder nicht? Hashtag ja Profi oder Hashtag nein schafft er nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Folgt mir auf Instagram. Mabaimo. Peace.